Herzlich willkommen zu Eure Frage, unsere Antworten. Wir haben eine lange Pause gemacht. Laufen wir schon? Ja, wir haben eine lange kreative Pause. Wieso ist da kein rotes Licht an der Kamera? Das kann man ausschalten. Warum? Darum. Wir haben eine lange kreative Pause gemacht. Ist man nicht gesetzlich verpflichtet, dass man das Licht anhat, so wie dieses Klick, dieses Shuttergeräusch bei Handys, damit die Leute wissen, wenn sie in der U-Bahn unter den Rock fotografiert werden? Die Sendung heißt doch Eure Fragen, unsere Antworten, nicht deine Fragen an mich. Nein, deine bescheuerten Fragen an mich. Entschuldigung. Geht diese Serie noch weiter, möchte Madara wissen? Nein. Warum nicht? Sie geht doch gerade weiter. Ach so ein Spaß. Das war nur ein Spaß. Oh, kannst du mal hier deinen dreckigen Klumpen aus dem Bild nehmen? Ich sitze immer so da, wenn wir die Fragen und Antworten aufzeichnen. Ist da Kot drunter? Nee, ne? Nee, ich gucke nur. Da ist Kies drunter. Ich bin... Neulich hat mein, also ist schon ein bisschen länger, ja? Da hat Holly ist unser Hund, den du nicht magst, ich weiß. Nein, du holst schon wieder so Luft, um dich über den kleinen Hund aufzuregen. Pass auf, die hat in so einen Laubhaufen geschissen. Und ich, als ich wollte gerade sagen, zuverlässiger, wie sagt man, als jemand, der zuversichtlich, das meine ich auch nicht, ich meine ein anderes Wort. Jemand, Idiot. der halt Müll aufhebt. Idiot war nicht das richtige Wort. Sachensammler. Pass auf, nein. Messi. Der Müll, den er selber fallen lässt, aufhebt. Oder in dem Fall halt der Hund. Normaler Mensch. Hundeexkremente. Mhm. Kot. Kot. Ich hatte ein Hundetütchen dabei und wollte halt den Hundekot aufheben. Ja. Der ist nun allerdings farblich relativ gut angepasst an so einen Laubhaufen. Und ich habe halt gesucht. Du musst ja auch, wenn du dann fühlst mit der Tüte, nur den aufheben, der warm ist. Und habe ihn nicht gefunden. Aber du hast trotzdem Kot aufgesammelt? Nein. Von den anderen Hunden? Nein. Die auch in diesen Blättern. Du meinst zum Ausgleich, wenn ich den Kot von meinem Hund aus Versehen? Nein, habe ich nicht. Hast du nicht. Ist übrigens, da habe ich mir manchmal gewünscht, jetzt im Winter, wo man so kalte Hände hat, dass wir einen größeren Hund haben. Es ist wärmer. So, Laufen. Ja. Und ich habe den Kot nicht gefunden. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe mich gewundert, warum klebt da ein Blatt unter meinem Schuh? Und so Ohrenstäbchen, die zerfleddern recht schnell, wenn man so einen feinrilligen Schuh säubert. Okay. Was denn? Und dann was auch viel besser ist, ist, wenn Holly, die lange Hund. Holly, unser Hund von Carla und mir, so ein Mops mit eingedrückter Schnauze, kriegt kaum Luft. Ein Boston Terrier und sie kriegt Luft. Mhm. Die freut sich immer, wenn sie dich sieht. Und dann macht die dieses Bröt. Mhm. Manchmal frisst die Haare meiner Freundin. Und dann seilt die im wahrsten Sinne des Wortes einen ab. Mhm. Das sieht voll lustig aus. Das Problem ist, da läuft die immer so ein bisschen gekrümmt rum, weil die halt merkt, da ist noch was. Und dann muss ich mir immer so ein Tütchen schnappen. Mhm. Du gehst gerne mit Holly raus, oder? Ja, ich gehe regelmäßig mit ihr raus. Mhm. Wie oft regelmäßig? Zweimal am Tag. Und wie lange braucht der Auslauf? Ich gehe nicht besonders lange mit ihr raus. Bis zum nächsten Park, da ein Ründchen und dann wieder zurück. Das ist ein bisschen wenig für einen Hund, ne? Geht so. Die ist ja eher so ein Hund, die lässt es gerne etwas ruhiger angehen. Das weißt du doch gar nicht. Und unterbricht das nur, um zu fressen. Das weißt du doch gar nicht. Natürlich weiß ich Wahrscheinlich das. Möchte dieser Hund lange Spaziergänge machen. Oh, kommt der Onkel Jochen dann mal vorbei? Nein. Wie du schon sagtest, ich mag euren Hund nicht so gerne. Wieso magst du unseren Hund? Ich finde den süß. Der ist auch süß. Aber ich muss jetzt nicht länger als nötig mit... Also nichts gegen Hunde. Du hast dich doch schon mehrfach in etlichen Videos als Hundehasser geoutet. Das stimmt überhaupt nicht. Ich glaube nur... Ich wette, jetzt schon sitzen welche vor diesem Video und hassen dich dafür, dass du Hunde nicht magst. Ich mag ja Hunde. Tierfreunde sind ja auch militant. Ne? Die rufen ja gleich eine Intifada aus, wenn du irgendwie sagst, dass du Hunde nicht magst. Wie lange gehst du denn jetzt mit dem Gassi? 20 Minuten? Nee, so 5 bis 10 Minuten. Also 20 Minuten ist der Hund
am Tag draußen mit ihnen. Den Rest verbringt dieser arme Hund in der Wohnung und spielt mit einem besabberten Ball. Meinst du, ja, also wer ist denn jetzt, wer ist denn jetzt hier der Hundehasser von uns? Ich, der sagt, ich schaffe mir keinen Hund an, weil der zu viel Auslauf braucht und ich das diese Zeit nicht habe. Oder du, der sagt, ich mag Hunde, gehe aber nur 20 Minuten am Tag mit dem raus, obwohl der bestimmt 2 Stunden Auslauf braucht. 4. 4 sogar. Oder 8. So. Du hast den Hund noch nicht gesehen. Du hast den Hund noch nicht gesehen, wenn es ein bisschen so useliges Wetter ist, wie begeistert die dann ist, überhaupt die Runde durch den Park zu laufen. Die steht dann auf der Treppe, sieht, dass es draußen regnet, guckt mich an. So. Mit diesem Blick, hast du einen Schuss? Das interpretierst du rein. Wahrscheinlich guckt sie dich an und sagt, geil, endlich mal ja, aber dann läuft die immer so spielen mit dem Georg. Dann läuft die auch an der Hauswand entlang, um auch ja keinen Tropfen Regen abzubekommen, obwohl die Mäntelchen hat. Moment mal, du gehst mit einem Mops vor die Tür. Ein Mopsen-Terrier. Da würde ich, glaube ich, auch nur 5 Minuten gehen mit Mäntelchen. Gucken sich die Leute im Park nicht doof an? Also abgesehen davon, dass du den Kot im Blätterhaufen suchst, wirst du nicht doof angeguckt? Nein. Ich meine, stellt euch das mal vor. Georg im Regen, ein Mops an der Leine. Ist er angeleint? Ein Boston Terrier, natürlich. Oh. Natürlich. Was eine rosa Leine. Nein. Doch. Und das Mäntelchen? Schwarz. Mit so reflektierenden kleinen Pfoten drauf. Hinten. Warum? Damit sie nicht so oft überfahren wird. Nicht so oft. Schnell mal. Nicht überfahren wird, wollte ich sagen. Sie ist noch nicht überfahren worden. Ich würde bremsen. Danke. Das Bild ist du super. Du bist ein guter Mensch. Du kommst in den Himmel. Ich habe die nächste Frage. Ich bremse auch. Aber die Frage stellen wir doch nicht, oder? Das ist doch Quatsch, ne? Nee. Jetzt wollt ihr wissen, welche Frage wir nicht gestellt haben. Meine Frage an Jochen Barlow und du organisierst. Achso, meine Frage. Jochen und Barlow. Nee. Hä? Ist das so ein Activity-Fragenspiel? Jochen, Doppelpunkt, Barlow und du organisieren einen klassischen Filmabend. Es gibt Bier, einen guten Film und eine leckere Tüte Chips. Eine Tüte Chips? Welche Barlow vorher bei Penny eingekauft hat. Ist okay. Bei Lidl. Genauer Betrachtung fällt dir, Jochen, auf, dass es sich dabei um um geriffelte Chips handelt. Wäre das für dich persönlich so ein absolutes No-Go, wo du sagst, bis hierhin und nicht weiter? Geriffelte Chips? Magst du die nicht? Ich finde die jetzt. Die schmecken, wenn das die Riffels sind, finde ich okay. Die schmecken noch genauso, die sind halt nur geriffelt. Ja. Nee, also das mag ich. Du hast mal Tofu-Würstchen zum Grillen mitgebracht. Aus Versehen. Ja. Frage, ob das entschuldbar ist. Pedde High Five. Sind schon Leute für weniger enterbt worden. Pedde High Five. Was ist das für eine Frage? Mettbrötchen? Fragezeichen? Immer. Ich liebe Mettbrötchen. Ich auch. Ich liebe Mettbrötchen. Wir waren neulich bei Schwiegervater. Mhm. Und da gab es zur Ankunft direkt Mettbrötchen. Da war das gesamte Wochenende schon gewonnen. Oh, ich zeig dir ein Foto. Vom Mettbrötchen? Und du sagst... Wir zeigen uns nicht die Fotos unserer Kinder gegenseitig, sondern die von unseren Mettbrötchen. Und du sagst, wo das ist, noch nicht gucken. Ja, ich gucke doch nicht. Sekunde, ich muss das jetzt suchen. Kennst du diese Arschlöcher, denen man das Handy gibt und ein Foto zeigt und die dann so suchen nach anderen Bildern? Ja, kenne ich. Kann ich reinschlagen? Scheiße. Sekunde mal. Ich habe so viele Fotos. Ich hatte neulich die Diskussion. Ist gleich soweit. Die Diskussion im Stream, ob ich Stephen Hawking schlagen würde, der im Rollstuhl sitzt. Mhm. Und ich habe nur gesagt, wenn er nicht anpöbelt und benimmt wie eine offene Hose sich und mir absichtlich gegen das Knie fährt oder so, dann würde ich mir überlegen, dem eine zu schallern. Und dann hieß es gleich, du schlägst Rollstuhlfahrer. Mhm. Sekunde, wo ist das Foto? Ah, jetzt kommt's. Du sagst mir, sieht das gut aus? Oh, das sieht gut aus, sind aber richtig viele Zwiebeln. Beschreib mal. Das ist ein Teller, der auf einem Biertisch steht, vermutlich irgendwo in der Altstadt, denn ich sehe da das übrige Bierdeckelchen. Mhm. Und dann so 2 Mettbrötchenhälften. Oh. Mit, ich würde mal sagen, so einer guten Handvoll Zwiebelvierteln drauf. So Zwiebelwürfelchen. Das ist doch sensationell, und dann noch oder? Petersilie auf einem drauf. Mm. Sieht man das? Ja, kann man das sehen? Oh, das war lecker. Und dann stehst du da in Düsseldorf vom Ürige, trinkst dir ein leckeres Ürige
dann noch eins und isst diese. Ich habe mir übrigens da mehrere von diesen Brötchen geholt. Und, ja? Und dann wie viel sind auf so einem Teller? Die sind schon teuer, oder? Zwei. 3,50? Nee, 2,50 kostet die Hälfte. Das ist schon teuer. Oder 2,20 kostet eine halbe. Boah, das ist ein ganz schöner Preis. Ja, das ist, finde ich, auch zu teuer. Aber gut, das prangere ich an. Ich kann noch nichts dagegen machen. Mettbrötchen. Geil, ne? Ich habe aber eigentlich. Und dann mit Salz und Pfeffer und dann dieses Ürige. Liebe Leute, die in Düsseldorf sind, geht da hin. Sensationell. Von daher Mettbrötchen immer und jederzeit. Es gibt Länder, in denen kennen die Mettbrötchen nicht. Und da essen die nicht. Da denken die, das ist ekelhaft, weil das kein gekochtes oder gebratenes Fleisch ist. Mhm. Nur deshalb. Mhm. Ich finde, wir sollten mal an Frau Merkel schreiben, dass wir die Handelsbeziehungen zu allen Ländern abbrechen, die keine Mettbrötchen essen. Das ist eine tolle Frage. Schlauer Zitronenpudding fragt uns, dürfen Vegetarier auch Schmetterlinge im Bauch haben? Wenn nicht schlecht. Wenn sie sie nicht durch Essen reinbefördert haben, also wenn sie sie nicht gegessen haben. Mhm. Ich finde, alle Menschen dürfen obwohl, Schmetterlinge auf der, warte mal. Vegetarier essen ja Unmengen an Insekten. Also nicht gezielt. Das ist halt eher so ein Streuverlust. Wieso essen Vegetarier Unmengen von Insekten? Okay, die essen jetzt, also erstmal, sie sorgen dafür, dass Unmengen an Insekten getötet werden. Ne? Wie denn? Wieso? Ja, weil um dieses Gemüse streitet sich ja der halbe Planet. Ne? Und ganz viele Insekten, die fressen ja dieses Gemüse gerne. Und die Vegetarier, die immer so tun, als würden die irgendwelche Tiere beschützen wollen, nehmen diese Massenschlachtung, Tötung von Insekten in Kauf, nicht mal um diese, das ist ja noch schlimmer eigentlich, nicht mal um diese Insekten selber zu essen, das wäre ja nicht verwerflich, weil tötet Insekt, isst es, sondern nur, weil diese Insekten mit ihnen konkurrieren um den Salat. Ich glaube, da ist Hass dabei. Aber wieso töten die denn die Insekten? Ja, die werden ja vernichtet, damit die den Kohl nicht fressen. Okay, verstehe. Ah, jetzt verstehe ich dich. Und da ist ja so ein Kohl, der ernährt ja so eine ganze Schneckenfamilie. Kolonie, wollte ich sagen. Papa-Schnecke, Mama-Schnecke, Schneckenkinder. Ja, nee, so einen ganzen Schneckenstaat. Ja. So ein Schnecken-Irak. Ja. Nee, nicht Irak, das ist jetzt wieder, da denkt jetzt jeder gleich an einen Schneckenkrieg und so. So ein Schnecken-Holland. Ja. Ein Kohl für bestimmt 2 Wochen. Mhm. Und nur weil so ein Vegetarier dann da sitzt und ich denke, ich möchte den Kohl, wird Schneckenholland ausgelöscht, ja, damit der Kohl anschließend vergammelt, weil er ihn nicht gekauft hat, weil er an einer Seite schon so angeditscht war. Mhm. Da wird ja massenweise wird ja Nahrung weggeschmissen. Und im Gegensatz zu so einer abgepackten... Ein Drittel? Mhm. Der Nahrung, die in den Supermarkt kommt, aber nicht zu gleichen Teilen. So eine abgepackte Fleischwurst zum Beispiel, ja, die fällt ja selten durchs Raster. Die wird vielleicht schlecht, also gibt es das Verfallsdatum. Mhm. Aber so ein Kohl, wenn jetzt Lidl 1000 Kohlköpfe kauft, aber in der Woche alle sich denken, nee, kein Kohl, lieber Dominostein, weil es Weihnachten, dann schmeißen die 1000 Mal Kohl weg. Mhm. Das passiert mit Fleischwurst viel seltener. Aber jetzt kannst du aber nicht sagen, dass die Fleischesser dann doch besser sind als die Vegetarier. Ich sage überhaupt nicht, dass sie besser sind. Weil die machen es ja doppelt so schlimm. Also die vernichten ja die Insekten auf dem Gemüse, was die Viecher zu fressen kriegen. Stimmt. Und essen noch die Viecher, die das Gemüse haben, wo die Insekten weggespritzt wurden. Wie viel Kohl ist denn so eine Kuh? 4. Und die Insekten auf dem Fleisch. Und die Insekten auf dem Fleisch. Das finde ich moralisch in Ordnung. Warum das denn? Weil ich das Fleisch ja essen will. Wenn das jetzt so eine Fliege, so die gemeine Stubenfliege, jetzt mein Schnitzel ist, bin ich böse mit der. Was ist eigentlich mit den Vegetariern, die kein gespritztes Gemüse essen? So. Du meinst, die sich einfach das Gemüse teilen mit den Insekten? Nein, die... Was? Ja, was denn? Nein, also die jetzt nicht Insekten wegspritzen, ja, sondern die sich das Gemüse teilen. Oder die sagen, komm, Schnecke, weg. Die das nicht, die Schnecke nicht kaputt machen, sondern sie einfach nur von dem Kohl jagen. Glaubst du, es gibt Vegetarier, die alle Insekten auf so einem Feld vom Kohl jagen?
Muss ja nicht Vegetarier sein. Selbstverpfleger. Es können ja auch, wie lange sind wir eigentlich schon bei dieser Folge dabei? Thomas, wie lange haben wir denn noch schon? 15 Minuten haben wir schon? Vielleicht ein bisschen lang schon geworden. Ich möchte übrigens erwähnen, dass ich mich sehr wohlfühle als Vegetarier. Ach so, der Thomas ist auch noch Vegetarier, die dumme Sau. Das ist... Hat Jochen gesagt, Hundehasser... Der vernichtet die ganzen Insekten hier in Hamburg. Und Vegetarier. Ja, also damit hätten wir doch die Frage geklärt. Mettbrötchen finden wir sehr gut. Ja. Das war immer noch die Folgeantwort zu weg. Nee, das war schon die zu Vegetarier. Ach nee, das war schon schlauer Zitronenpudding. Und die Frage von Lee Jin. Lieber Onkel Georg und Tante Jochen, wann ist Georgs Transformation zum HAL 9000 abgeschlossen? Die beantworten wir in der nächsten Sendung vielleicht. Tschüss.